In meinem Streit mit der Finanzmarktaufsicht hat es eine Gerichtsverhandlung gegeben, wo mir der Richter das Schlusswort gegeben hat. Und ich habe im Schlusswort gesagt, es ist mir eigentlich wurscht, wie er entscheidet, aber wenn er gegen mich entscheidet, ich spüre kein Unrechtsbewusstsein und werde daher die Strafe nicht zahlen. Gegangen ist um das, dass ich das Geld nicht von der Bank gehabt habe, sondern vom Privaten. Und der Vorwurf hat geheißen, ich betreibe illegale Bankgeschäfte ohne Lizenz. Also ich habe zum Richter gesagt, ich spüre kein Unrechtsbewusstsein. Und nach der Verhandlung habe ich zu ihm gesagt, finden Sie das nicht komisch, die Banken versenken Milliarden, bei mir geht es um ein paar Millionen, alle sind zufrieden, keiner hat einen Groschen verloren und da wird geschwollen gegen mich verhandelt. Hebt er die Schulter so und sagt, na eh. Heb ich die Schulter und sag, na eh. Sagt er, was soll ich da, ich kann nicht anders, die Gesetzeslage zwingt mich. Und dann sage ich zu ihm, so sagen doch alle, Sie sagen jetzt, die Gesetzeslage zwingt Sie. Irgendwelche Zwänge hat auch jeder von uns und weil wir alle den Zwängen folgen und nicht unserer Sehnsucht, schaut die Welt so aus, wie sie ausschaut und nicht so, wie wir sie ersehnt hätten. Und dann hat es so einen melancholischen Augenblick zwischen uns zwei gegeben und wir haben uns die Hand zum Abschied gegeben und ich habe das Gefühl, er wird mich bis zum Sterben nicht vergessen und ich ihm auch nicht. Und wenn wir jetzt reden von der Sehnsucht, dann sage ich, welcher Land hätte ich ersehnt oder an welcher Vision will ich mitarbeiten. Und dann sage ich, ich hoffe, dass wir uns in 10 Jahren aus der Umgebung ernähren können und nicht das Gemüse von Südspanien kommt und das Rindfleisch von Argentinien, sondern aus unmittelbarer Umgebung. Und dann hoffe ich, dass die Leute Schuhe aus unserer Gegend haben, und zwar nicht nur von meiner Firma, sondern in der Zwischenzeit wird es etliche Schuhfabriken wieder geben, die Schuhe machen. Und wir freuen uns über die Schuhe aus der Region und dann möchte ich gern, dass auch wieder Schneiderinnen da sind und Textilfabriken und dass die Mädchen am Abend flanieren und die Buben sagen, hey, woher hast du das schöne Kleid? Und das Madel wird rot und sagt, das habe ich mir selber gemacht. Das ist eine Welt, die ich mir ersehne. Und dass wir wieder Zeit haben füreinander und auch für die Kinder und für die Alten. Wir sind nicht wegen Geld auf die Welt gekommen, sondern um das Geheimnis des Lebens wenigstens zu straffen. Mit dem blöden Konsum verpassen wir es auf jeden Fall. Jetzt gibt es da am 14. September ein Lösungskongress in Salzburg. Ich finde es eine Ehre, dass ich da dabei sein darf. Aber da bin nicht nur ich, sondern da sind viele, viele andere Projekte und viele Menschen, wo diese Geschichten erleben können. Und ich sage immer Folgendes, es gibt nicht nur ansteckende Krankheiten, auch Gesundheit kann ansteckend sein. Und es ist nicht nur angstansteckend, auch Mut kann ansteckend sein. Und das ja, hoffe ich mal, von diesem Lösungskongress, dass das quasi hohe Infektionsgefahr ist für gute Lösungen in unserer kaputten Welt. Es braucht die, es braucht mich, es braucht uns. Drum, lass uns das Leben ernst nehmen. Dem Leben dienen und nicht dem Mammon. Das meint im Ernst, euer Heini Staudinger.